Wir begrüßen auch Holger List, ein weiterer Initiator. Herr List, Ihnen wurde vorgeworfen, dass die Rednerliste einen rechten Trall habe. Was sagen Sie dazu? Man muss eigentlich mal ganz klar sagen, dass natürlich die Presse sowas gerne mal herbeizaubert, einfach um die Leute da zu spalten, um die auseinanderzutreiben. Weil wenn die Leute sich einig sind und gemeinsam auf die Straße gehen, das ist natürlich genau das, was die nicht möchten. Und ja, ich denke mal, dass wir es heute gut gezeigt haben, dass es möglich ist. Ärzte für Aufklärung, dann die Freien Sachsen sind dabei. Und also Gruppierungen, sage ich mal, oder Leute, die sonst sich nicht so getraut haben, vielleicht zu zeigen, öffentlich. Ja. Und das ist wichtig, dass man da eigentlich mal ein Zeichen setzt, dass man das überwindet. Und da nicht mitspielt mit dem Spiel, ja, immer diese Nazi-Keule, weil wir haben schon ganz oft gesagt, dass wir nie wieder Faschismus wollen, das ist schon immer unsere Message. Und uns als Nazis zu beschimpfen, das ist einfach nur lächerlich, definitiv. Ja, ja, danke schön. Des Weiteren hat ja der bekannte Kabarettist abgesagt. Wie haben Sie darauf reagiert? Ja, das ist eigentlich mehr am Rande geschehen. Also das sind ja noch so viele Sachen zu erledigen gewesen. Das ist ja auch mal ein großes Dankeschön an unser Orga-Team. Also wir haben so viel zu tun gehabt, da konnten wir uns um solche Sachen eigentlich auch gar nicht weiter damit beschäftigen. Ja, also ich denke mal, es ist ein super Tag bis jetzt schon und da brauchen wir uns über sowas keine Gedanken machen, denke ich. Ja. Danke. Dann, das haben Sie gerade auch schon mal erwähnt mit den Nazi-Vorwürfen, die ja immer wieder kommen. Und was denken Sie, warum die Medien immer wieder mit diesen Nazi-Vorwürfen kommen, besonders an so Tagen? Ja, das ist natürlich so ein Mittel, was sie noch haben, einfach um die Leute abzuschrecken. Es gibt ganz viele Leute, ich kenne wirklich viele persönlich auch, die gerne auf die Straße gehen würden und auch in Unmut kundtun würden, die sich aber einfach nicht trauen. Weil dann heißt es nach, bin ich auch ein Nazi, so ungefähr, ja. Und das funktioniert leider immer noch sehr gut bei den meisten Menschen. Aber ich glaube, die ganze Sache, also das lässt auch schon nach. Die Leute lassen sich auch nicht mehr verarschen. Also dass immer mehr Leute sagen, es ist mir jetzt egal, was die schreiben, die Leute. Wir sind keine Nazis und können sie erzählen, was sie wollen, ja. Ich denke mal, wir sind da auf einem guten Weg. Ja. Dankeschön.